So, ich bin auf Sendung, ne? Ich bin ja schon auf Sendung. Könnt ihr mich sehen und hören? Oder nicht? Yes, alles klar. Sehr schön, das freut mich. Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach los. Bam, einwandfrei, yes. Die Vorstellungsrunde war ja bereits. Viele haben geschrieben, wo sie herkommen. Ich selbst bin Düsseldorfer ursprünglich oder aus der Nähe von Düsseldorf kommend. Und dann hat es mich irgendwann ins schöne Berlin verschlagen, wo ich jetzt hier euch zugeschaltet bin und auf euren Wunsch über Buchführung plaudern möchte mit euch. So, yes. Geht ihr, beziehungsweise wer geht nicht jetzt rein? Wer geht nicht im März, im April 2023 in die Prüfung, sondern erst im September 2023 oder im März 2024. Und der Fatih hat seinen Nachnamen wahrscheinlich mit I-Punkt geschrieben, obwohl da kein I-Punkt hin muss, oder? Lass mich raten, Fatih. Habe ich recht oder nicht? Wie ist es mit deinem Nachnamen? Wenn ich so persönlich fragen darf. So, bam, sag ich ja. Fatih statt Fatih. Gut, also, die Unterlagen habt ihr. Die Unterlagen habt ihr vorliegen. Und zwar Klausurthemen, Buchführung. Bam. Ich habe eben nochmal durchgezählt. 23 Stück. Davon so 6, 7, die in der Gerüchteküche für dieses Jahr gehandelt werden. Also für März 2023 gehandelt werden. Übrigens heute und jetzt das letzte Gratis-Webinar, was ich vor diesen Prüfungen habe. Ansonsten nur noch Webinare, die nicht mehr gratis sind. Und schon gar nicht sind sie umsonst, ne? Weder gratis noch umsonst. Die nächsten dann ab nächster Woche, ich glaube Donnerstag, Klausur-Webinar 1, 4 Tage bis zur Prüfung 1 und dann Klausur-Webinar 2 darauf die Woche. Montag müsste das losgehen und Klausur-Webinar 3 dann auch kurz vor der Prüfung, vor der dritten Klausur dann. Ne? Damit hier die schriftliche Prüfung abgestimmt und aufgedröselt auf die 3 einzelnen Klausuren hier reibungslos läuft. Bam. So, also, genau. Die meisten haben ja geschrieben. Wobei, eigentlich hat, ja doch, ne? Also ich gehe davon aus, dass ihr alle also jetzt reingeht im März 2023. So, dann würde ich doch mal sagen, bitte alle mal hier dieses schöne Doku zur Hand nehmen, dass ihr, entweder hatte ich es euch zugemailt, wobei viele sich erst in den letzten Stunden angemeldet hatten. Und ich muss natürlich mal den Chat hier freischalten. Bam. So. Allora. Einmal das. Und dann das. Yes. Was wollte ich sagen? Genau. So. Das hier müsstet ihr am Start haben. Und dann wollen wir noch mal gucken. Ich habe noch mal durchgezählt. Also ich komme auf 23 Themen insgesamt, wobei man sich an manchen Stellen da streiten kann. Also lasst es 25, 28 Themen sein, die insgesamt klausurrelevant sind, ne, die ich aus der Vergangenheitserfahrung für sehr, sehr klausurrelevant halte, weil sie in den letzten 12 Jahren immer wieder dran kamen. So. Und von diesen 28 Themen sind vielleicht 6, 7 in der Gerüchteküche derzeit gehandelt, wobei man mit Gerüchten und Klausurtipps stets vorsichtig sein sollte. Oftmals sind sie gut, manchmal sind sie überhaupt gar nichts wert. Manchmal ist es auch so, dass überhaupt gar nichts drankommt von dem, was in den Gerüchten hier gehandelt wird. Ich weiß aber sehr wohl, dass man total drauf hört, auf das, was hier gehandelt wird. Und das, was gehandelt wird, ist ja an manchen Stellen das, was jeder so gesagt hätte, von wegen einige Rückstellungen sind relevant, bisschen Gebäude ist relevant, ne? Das hat man auch vorher gewusst, weil das ja die sowieso stets heißen Themen sind. Aber ein paar interessante Einblicke sind dann sehr wohl dabei. Wollen wir doch mal gucken. Also, Thema 1, das. Thema 1, das. Ich habe euch den Link zu diesem Doku nochmal hier reingeschrieben in den Chat. Wer ihn nicht hat, sage Bescheid. Dann
tue ich ihn gerne noch mal in den Chat rein. Also, ne? Immaterielle Vermögensgegenstände sind wichtig. Ja, so, dann schauen wir mal. Dann tue ich das noch mal. Habe ich das hier? Bam, 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 yes. Das ist der richtige Link. Dann schreibe ich das noch mal hier rein. Moment, keine Sorge hier. Quatsch. Keine Sorge. Ja. Die Maxim, Margarita, Sina, Bianca, all right. Ich habe außerdem bei TikTok vor einer halben Stunde noch mal was hochgeladen. Bis jetzt sind es 7 oder 8 Klausurtipps, die ich in kleinen Filmchen bei Insta, TikTok, Facebook und YouTube hochgeladen hatte. Und heute machen wir ein bisschen mehr. Heute machen wir nämlich zu einem kompletten Fach hier entsprechend Tipps und sowieso eine Eingrenzung von Klausurthemen. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Also, erstens das. Handelsrechtliches Aktivierungswahlrecht von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden, wie beispielsweise einem selbst erstellten Patent. Ein selbst erstelltes Patent, da ist es doch so, dass hier ja, handelsrechtlich ein Aktivierungswahlrecht dann darauf besteht, wenn es zum Anlagevermögen zählt. Was ist nochmal der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen? An der Stelle kann ich immer sehen, ob ihr meine Filme verfolgt oder nicht. So, ich bin nämlich hier absolut deckungsgleich mit der IHK an dieser Stelle, wenn es darum geht, den Unterschied zwischen Anlage- und Umlaufvermögen zu erzählen. Wollen wir mal schauen, ob die hier geguckt werden oder nicht. So, aha, Katja, ja, ha, alles klar. Ah! Die Katharina ist die Erste, die... den Fehler macht. Ja, doch, ich würde sagen, Katharina, das ist falsch. Es ist nur knapp falsch, aber es ist falsch. Und Pascal ist beim Umlaufvermögen, nicht beim Anlagevermögen, aber gut, ne? Das eine und das andere ist also immer diametral gegeneinander gesetzt. Also das Anlagevermögen nach 247 Absatz 2 soll dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen. Und das Wort dauernd zielt auf die Zweckbestimmung ab, nicht auf die Dauer der Zurverfügungstellung. Und deshalb, Katharina, liegst du falsch. Ja, muss man echt sagen. Bam. Jetzt reite ich so auf dir hier rum, weil du die Einzige bist, die es falsch gemacht hat. Ne? Und ist aber gut. Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden, damit sie halt in 2 Wochen nicht gemacht werden. Ist doch alles super. Ne? Genau. Und wenn es also zum Anlagevermögen dient und dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll und selbst erstellt ist hier, dann haben wir, und aus dem Immateriell, dann haben wir ein Aktivierungswahlrecht handelsrechtlich. Steuerrechtlich aber ein Aktivierungsverbot. Das zweite Thema ist und sind Grundstücke und Gebäude. Bam. Das ist das zweite große Thema. Und außerdem, das, was jetzt hier speziell gehandelt wird, male ich mal an. Und zwar, das wird speziell gehandelt, das wird speziell gehandelt, das und das. Bam! Das ist also hier in der Gerüchteküche drin. Grundstück und Gebäude ist sowieso ein Thema, was stets sehr, sehr hot ist, was stets also hier interessant ist für die Klausur. Und auch diesmal. Und genau, und auch diesmal also hier ganz spannend. So, Stichwort selbstständige und unselbstständige Wirtschaftsgüter. Da ist es wichtig, dass man außerdem hier, und zwar beim Lastenaufzug, ne, selbstständiges Wirtschaftsgut und unselbstständiges Wirtschaftsgut, da reden wir über Richtlinie 4.2 Absatz 3 Satz 1 ESTR. Wenn etwas in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang steht mit einem Gebäude, dann ist es ein unselbstständiges Teil des Gebäudes und muss mit dem Gebäude zusammen abgeschrieben werden. Und zwar mit den konstanten Prozentsätzen hier, Gebäudeabschreibungssätzen, meistens, auch nicht immer. Da gibt es dann auch nochmal bei Gebäuden
eine Möglichkeit, dass wir doch über die Nutzungsdauer abschreiben und nicht mit den festen Prozentsätzen, wenn es nämlich zu einer höheren Abschreibung führt. Na, aber die Frage, selbstständiges und unselbstständiges Wirtschaftsgut, die ist zunächst mal in Richtlinie 4.2 Absatz 3 Satz 1 ESTR und auch speziell für den Lastenaufzug in Hinweis 4.2 Absatz 5 ESTH, wo nämlich dann geschrieben steht, dass der Personenaufzug, und da weiß ich es gar nicht mehr auswendig, ein selbstständiges Wirtschaftsgut ist. Der Personenaufzug muss also hier für sich abgeschrieben werden. Luki Luki, bla bla bla. Habe ich selbstständig gesagt? Dann war es falsch. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der Personenaufzug ist ein unselbstständiges Gebäudeteil. Nach Hinweis 4.2 Absatz 5, ne, sowieso fünfter Spiegelstrich, dort ist der Personenaufzug, also expresses verbis, hier erwähnt. Das muss man sagen. Das heißt erstmal das allgemeine Gedöns und dann halt hier ganz konkret dann noch, wenn etwas ganz konkret irgendwo geschrieben steht. Ja. Ne, das heißt, der Personenaufzug ist unselbstständig und der Lastenaufzug ist selbstständig. So ist es dann quasi im Umkehrschluss dann dazu. So, bei den Mietereinbauten stellt sich dann stets die Frage, wer muss das Ganze aktivieren? Muss es hier der Mieter aktivieren? Und bei den Abbruchkosten, uiuiui, die Abbruchkosten, ich meine 6.10, Richtlinie 6.10, da geht es um die Frage, sind die Abbruchkosten hier, wie sind die Abbruchkosten zu behandeln, wenn ich eine Lagerhalle abbreche? Ne? Und wie ist der Restbuchwert des abgebrochenen Gebäudes hier zu behandeln? Ist der Restbuchwert des abgebrochenen Gebäudes Teil der neuen Herstellungskosten, dessen, was ich dann neu drauf hier plane, wenn ich da eine neue Lagerhalle errichten möchte, etc., etc.? Also die Abbruchkosten, 6.4, Dankeschön. Die Abbruchkosten, das ist ein großes Thema, wo es dann um diese beiden Themen geht. Ne? Also der Restbuchwert des abgebrochenen Gebäudes, ist es komplett wertlos? Ja, nein. Und wie ist das hier mit den Abbruchkosten? Erstens Abbruchkosten, zweitens Restbuchwert. Und da sich in die Tiefen dieses Hinweises dort reinzufinden, das ist nicht ganz einfach. Insofern da gerne noch mal vorher reingucken. Einfach ist das nicht. So, das wollte ich also zu diesem schönen Gedöns hier sagen. So, ich hatte auch insbesondere in meinem YouTube-Kanal einiges gebracht zu dem letzten Termin, Herbst 2022, was ja noch nicht hier wirklich veröffentlicht ist von der IHK. Die bringen das ja immer relativ spät erst dann für alle raus. Ne, das heißt, wer sich da schon mal ein bisschen Einblick hier verschaffen möchte über die Klausurinhalte des letzten Mals, der darf dann bei mir auf YouTube beispielsweise hier fündig werden. So, das also zum Thema 2. Bam. Thema 3. Maschinen. Maschinen, wobei, ja, Maschinen hier nach internationaler Rechnungslegung. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, dass ein bisschen was zu internationaler Rechnungslegung drankommt. IAS, IFRS. Fast immer hier oder nach der geltenden Prüfungsordnung derzeit immer nur mit 3, 4, 5 Punkten. Nicht mehr und nicht weniger. So, und deshalb ist viertens aber immer auch bei HGB relevant. HGB, ESTG. Also nach nationalem Handelsrecht, nach nationalem Steuerrecht muss man wissen, wie eine Maschine hier angesetzt wird, wo sie ausgewiesen wird und wie sie dann erst bewertet und folgebewertet wird. Was sind Komponenten der Anschaffungskosten? Was sind die Komponenten der Herstellungskosten? Muss ich mich möglichst reich rechnen? Muss ich mich möglichst arm rechnen? Stichwort Herstellungskosten. Angenommen, ich muss die Herstellungskosten ausrechnen. Da gibt es eine Wertobergrenze und eine Wertuntergrenze. So, und wenn ich mich arm rechnen muss, handelsrechtlich, werde ich dann zur Wertobergrenze aktivieren oder zur Wertuntergrenze? Frage also, wenn ich mich möglichst arm rechnen muss, ne, wenn ich angenommen, ich möchte mich oder die IHK möchte, dass ich mich möglichst arm rechne,
werde ich dann zur Wertobergrenze aktivieren oder zur Wertuntergrenze? Florin sagt Untergrenze, Wiebke auch und Katharina auch, genau. Und der Fatih auch. Jo, sehr gut. Und so ist dem auch. Weil nämlich, wenn wir zur Untergrenze aktivieren, diese Wahlrechtskomponenten dann entsprechend wie Aufwendung oder als Aufwendung behandelt werden des jetzigen Jahres und deshalb in die Gewinn- und Verlustrechnung reingehen, und zwar jetzt als Aufwand und nicht erst in der Zukunft als Aufwand, pro rata temporis über die Laufzeit verteilt. Und deshalb ist es so, wenn ich mich arm rechnen soll, dann werde ich hier zur Wertuntergrenze das Ganze aktivieren. Und dann ist natürlich die Sache, Stichwort Maschinen und auch Grundstück und Gebäude, auch hier das Thema, das Imparitätsprinzip. Ne? Das Imparitätsprinzip ist wichtig und insbesondere dann das Niederswertprinzip. Uiuiui, das Niederswertprinzip, insbesondere mit dem wichtigsten aller BMF-Schreiben, das BMF-Schreiben vom 2. September 2016, wo geschrieben steht, wann eine Wertminderung steuerrechtlich dauernd ist und ob hier dann also damit die Möglichkeit besteht, dauernde Wertminderung, die Möglichkeit besteht, steuerrechtlich überhaupt eine Wertminderung hier vornehmen zu dürfen. So ist es richtig ausgedrückt. Gut, so, 3, 4, 5. Thema Leasing. Bam. Kam auch schon länger nicht mehr dran. Leasing. Und zwar nach dem BMF-Schreiben. Nach dem BMF-Schreiben von 1971. Dem sogenannten Leasing-Erlass. BMF-Schreiben vom 19. April 1971. Und dieses durchzugehen, da habe ich auch ein paar Filme bei YouTube, das ist, da steckt auch einiges dahinter. Da muss man schon sich einige Male damit befassen, damit man weiß, was da abgeht. Es wird euch gegeben werden in der Klausur, wenn es notwendig sein sollte. Aber wenn man sich das erste Mal in der Klausur damit befassen sollte, dann ist es zu spät. Das ist dann zu spät. Na, da muss man also vorher hier entsprechend da schon einiges zu machen. Leasing gibt es auch nach internationaler Rechnungslegung, nach IFRS 16, allerdings völlig anders von der Idee her. Und deshalb ist es fast nicht so groß nützend, sich groß damit zu befassen, wenn man erst recht nicht, wenn man sich noch nicht mit dem BMF-Schreiben von 1971 befasst haben sollte. Das also zum Thema 5, Leasing. Thema 6, das habe ich in meinem Online-Kurs hier groß und breit gemacht, 256a, zerfällt nämlich in vier Komponenten. Erstens das Realisationsprinzip, zweitens das Höchstwertprinzip, drittens das Bilanzstichtagsprinzip, das nämlich zum Bilanzstichtag umgerechnet werden muss, und viertens den möglichen Zielkonflikt und der Entscheidung im Zielkonflikt. Wenn nämlich erstens und zweitens gegen drittens sprechen, dann entscheidet bei einem kurzfristigen Geschäft, bei einer kurzfristigen Forderung, drittens, dass die Umrechnung zum Stichtagskurs, und bei einem langfristigen, bei einer langfristigen Forderung entscheidet Punkt 4, nämlich 256a Satz 2, dass das Realisationsprinzip und das Höchstwertprinzip viel mehr gilt. Ne? So ist der Aufbau des 256a. So. Das war ganz schön hartes Holz. Bitte mal aufschreiben, Minute 18 und Minute 19. Damit man das nochmal hier nachhören kann. Minute 18, Minute 19. Da habe ich also den Aufbau, das Lombert-Koch-Rezept hier einfach mal mündlich runtergebetet, zu dem 256a, der nämlich in vier Punkte hier zerfällt. Ne, und der wichtig ist für die Währungsumrechnung. Und wer die Währungsumrechnung weglässt, es gab auch schon mal eine Klausur, wo bei den üblichen vier Aufgaben zur Buchführung aus Klausur 1 alle vier Aufgaben mit Währungsumrechnung zu tun hatten. Ne, also glaubt nicht, dass das nur ein Thema sei. Es könnte sich auch in allen Klausuraufgaben hier durchziehen. Insofern, wer das Thema Währungsumrechnung weglässt, könnte Gefahr laufen, ganz federlos rauszugehen. Es wird jetzt nicht genannt in der Gerüchteküche, jedenfalls nicht in den Gerüchten, die mir hier zu Ohren gekommen sind. Ne? Ist vielleicht ein gutes Zeichen, wer Währungsumrechnung nicht so mag.
Aber man weiß nie. Das waren die ersten 6 Themen. So, Finanzanlagevermögen. Uiuiui. Das Finanzanlagevermögen. Wenn ihr Fragen habt, immer rein damit. Ne? Immer hier in den Chat posten mit euren Fragen. Dafür ist ja der Chat da. So. Insbesondere, und das finde ich immer wieder fast ein bisschen ernüchternd. Ich habe heute vor 3 Stunden hier bei Facebook gepostet, dass heute dieses Webinar ist. Und da kamen spontan 40 Anmeldungen. Ne? Wo wart ihr vorher? Wo wart ihr vorher? Das Webinar steht ja seit einer Woche hier im Netz und so. Und die meisten entscheiden sich also kurzfristig erst dazu. So, ja. Ihr hattet wahrscheinlich was anderes vor, heute zum Sport zu gehen stattdessen. Eine Kollegin hat das reingepostet. So, gut. Na, also Finanzanlagevermögen wird anders behandelt als das Sachanlagevermögen und das immaterielle und die immateriellen Vermögensgegenstände. Und zwar wegen des 253 Absatz 3 Satz 6. So, der Satz 5 ist für das generelle Anlagevermögen, das gemilderte Niedrigschwellenprinzip. Aber der Satz 6 des 253 Absatz 3, der gilt speziell für das Finanzanlagevermögen und sagt, und jetzt kommt's, dass schon bei einer nur vorübergehenden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden darf, nicht aber muss. Wohingegen bei den anderen beiden, Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände, hier bei einer dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden muss und bei einer nur vorübergehenden Wertminderung nicht abgeschrieben werden darf. So ist das. Ja. Ich kenne die Gruppe erst seit ein paar Tagen. Okay. Ja. Alle waren so hart am Lernen hier. Ihr habt euch zurückgezogen auf eine Alm, irgendwo in den Alpen. Ich habe immer auch ein paar Kandidaten, die ich betreuen darf vor der Prüfung. Und einige davon ziehen sich ins Kloster zurück. Also das gibt es tatsächlich. Man kann sich irgendwie ins Kloster zurückziehen von der Prüfung, damit man ungestört ist. Kostet natürlich einen Obolus, ne? Und ist auch nicht nur für das Himmelreich, sondern schon für weltliche Zeiten des Klosters. Aber auch das geht, um sich quasi ganz in Stille zurückzuziehen. Thema 8, Vorräte. Und das wurde auch genannt. Das Thema 8, Verbrauchsfolgeverfahren insbesondere, wurde genannt in der Gerüchteküche, nämlich LIFO und FIFO, handelsrechtliches LIFO und FIFO möglich, Paragraph 256 HGB. Steuerrechtlich aber ist nur das LIFO-Verfahren hier akut. Bei den Vorräten bitte an 4 Sachen denken. Erstens LIFO, zweitens FIFO, drittens die Durchschnittsbewertung, ne? Und viertens aber der Tageswert, der beizulegende Wert. Denn es könnte ja sein, dass der beizulegende Wert dann nochmal geringer ist und weil wir uns im Umlaufvermögen befinden, strenges Niedrigschwellenprinzip also hier Gültigkeit hat, im Umlaufvermögen ist es ja richtig, dass schon bei einer nur vorübergehenden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden muss. Insofern hier die Notwendigkeit, 4 Sachen bei den Vorräten zu beachten. LIFO, FIFO, Durchschnittsverfahren und der beizulegende Wert. Also diese 4 Verfahren müssen von euch bei den Vorräten beachtet werden. So, Thema 9. Die Forderungen. Auch die wurden genannt in der Gerüchteküche. Eine klassische Aufgabe zu Forderungen wurde hier genannt. Und da ist es so, es kam in den letzten 5-6 Jahren 3-mal der absolut identische Klausuraufgabentyp vor. Und weil ich das einmal in einem Präsenzkurs in Frankfurt am Main gemacht hatte, durchgerechnet hatte, und zwar exakt vor der Klausur und das dann genauso dran kam, meinte einer, ich hätte die Klausur vorher gekannt. Ich hatte sie nicht gekannt. Ne? Und ich habe es einfach nur so, weil ich alte Klausuren stets mache, quasi unbewusst prognostiziert. Ne? Die Aufgabe war dann
ziemlich identisch. Da also bitte an die Einzel- und Pauschalwertberichtigung denken bei Forderungen an das strenge Niederstwertprinzip. So, strenges Niederstwertprinzip. Patsch. Alles klar. Das also zum Thema 9. Thema 10, Wertpapiere des Umlaufvermögens, die nicht zu verwechseln sind mit dem Finanzanlagevermögen. Wertpapiere des Anlagevermögens, also Finanzanlagevermögen, untersteht dem gemilderten Niederstwertprinzip und darf, muss aber nicht bei einer nur vorübergehenden Wertminderung abgeschrieben, außerplanmäßig abgeschrieben werden. Hingegen Wertpapiere des Umlaufvermögens müssen bei einer nur vorübergehenden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. Frage an euch. Worin unterscheidet sich eine Aktie, wenn ich jetzt speziell an eine Aktie denke beim Wertpapier, die ich im Anlagevermögen buche, von einer Aktie, die ich im Umlaufvermögen buche? Also wo ist der Unterschied zwischen einer Aktie im AV und im UV? So, Prost. Was trinkt ihr? Manche trinken Sektchen um 18 Uhr schon. Also gab es auch mal. Aber die eigentliche Frage ist ja, worin unterscheidet sich hier eine Aktie im Anlagevermögen von jener im Umlaufvermögen? Richtig, Lena, das ist die allgemeine Definition. Aber jetzt mal konkret dann runtergebrochen auf Aktien. Ja, genau. Also Spekulationszwecke. Ne? Die Anja sagt es richtig, wenn etwas zu Spekulationszwecken gehalten wird, muss man gar nicht kurzfristig sagen, Spekulationszwecke reicht schon, dann soll es nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen. Wenn ich hingegen etwas aus Beteiligungszwecken erwerbe, dann soll es dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen. Und insofern hat die Anja das schon, das Wort langfristig und kurzfristig hätte sie ruhig Anja weglassen können und sollen. Aber der Rest war super, also ne, Spekulationszwecke, Umlaufvermögen, Beteiligungszwecke, Beteiligungsgründe, Anlagevermögen. So, alles klar. Das ist doch mal eine coole Sache. Und was der Fatih sagt, ist nicht ganz richtig. Nee. Das ist genauso nicht richtig wie der generelle Unterschied zwischen Anlage und Umlaufvermögen. Nicht die Dauer der Zurverfügungstellung ist entscheidend, sondern die Zweckbestimmung. So, alright. Und dann haben wir das Thema 10 damit. Thema 11, Rechnungsabgrenzungsposten, so viel Versicherungspolicen hier beispielsweise oder die zu früh gezahlte Miete. Thema 12, und das wurde auch explizit genannt in der Gerüchteküche, das Disagio. Uiuiui, das Disagio. Und ich habe extra nochmal dabei geschrieben, was in der Gerüchteküche auch genannt wird, nämlich das. Also die Zinsstaffelmethode habe ich dazu geschrieben, die wurde so nicht in der Gerüchteküche hier genannt. Das heißt, es könnte auch durchaus eine lineare Auflösung sein. Aber die Frage der Auflösung ist schon relevant. Und da gibt es die Lombersche Andersrum-Regel. Die Zinsstaffelmethode oder sagen wir so, die lineare Auflösung des ARAPs ist bei endfälliger Tilgung des Kredits. Die lineare Auflösung des ARAPs ist bei endfälliger Tilgung des Kredits. So. Und die Zinsstaffelmethode ist bei linearer Tilgung des Kredits. Und das meine ich mit andersrum, nämlich das Disagio, wenn es aktiviert wurde, wird linear aufgelöst, wenn der Kredit nicht linear getilgt wird. Und es wird nicht linear aufgelöst, wenn der Kredit linear aufgelöst wird. Das meine ich mit, ne, es ist genau andersrum, als man meinen könnte. Das also die Tilgung des Kredits. Kredittilgung und das da ist die Disagio-Tilgung, die Verrechnung des Disagios als Zinsaufwand, die Disagio-Tilgung. Alles klar, danke. Birşey değil, ne? Sagt man, glaube ich, Fatih. So, keine Ursache.
Was wollte ich sagen? Das also zum Disagio, was hier sehr, sehr klausurrelevant genannt wird. Thema 12. Und denkt bitte daran, dass es handelsrechtlich aktiviert werden darf, steuerrechtlich aber aktiviert werden muss. Und dann ist es immer die Frage, handle ich mich, also ich aktiviere es, wenn ich handelsrechtlich mich reich rechnen muss oder wenn ich die Einheitsbilanz zu verfolgen habe. Das ist immer so die Sache. Ne? Einheitsbilanz würde auch dann entsprechend verlangen, dass ich es handelsrechtlich dann entsprechend aktiviere. So, Thema 12. Thema 13, latente Steuern. Uiuiui. Auch latente Steuern wurden in der Gerüchteküche genannt. Thema latente Steuern. Bei zeitlich vorübergehenden und auch bei quasi permanenten Differenzen entstehen latente Steuern. Aktive latente Steuern dürfen gebildet werden, dürfen aktiviert werden. Passive latente Steuern müssen gebildet werden, müssen passiviert werden. Das ist also hier die Sache. So, und ich sage nur Drohverlustrückstellungen. Die Drohverlustrückstellungen, die ja handelsrechtlich gebildet werden müssen, steuerrechtlich nicht gebildet werden dürfen, führen zu zeitlich vorübergehenden Differenzen und führen im Allgemeinen zu einer aktiven, latenten Steuer. So ist es. Führen im Allgemeinen zu einer aktiven, latenten Steuer hier. Thema 13. So. Bei Fragen, ihr wisst ja, in den Chat. So. Kommen wir zur anderen Seite der Bilanz. Kommen wir zur Passivseite. Es gibt zwei Fragen, die man nie stellen darf. Warum heißt die Aktivseite Aktivseite und die Passivseite Passivseite? Also weil man die Antwort nicht kennt. Ne? Das hat mit Aktivsein und Passivsein vielleicht mal von der Idee her irgendwas zu tun, aber nicht, was man jetzt irgendwie wissen müsste. Ich glaube nicht, dass die Frage in der mündlichen Prüfung kommen wird, weil ich nicht glaube, dass irgendwer die Antwort kennt. Genau, und die zweite Sache, die man nicht hier fragen darf, warum heißt es soll und haben? Es ist nämlich nicht so, dass man irgendwas soll und irgendwas hat, insbesondere nicht etwa hat auf der Aktivs, auf der ne, Passivseite. Egal, ich schweife ab. Thema 14 ist hier. Das ist insbesondere bei der Finanzwirtschaft wichtig, und zwar direkt mal der erste Tipp für Klausur 2. Klausur 2, da ist die Gerüchteküche, was mit Aktien, und zwar hier speziell die Kapitalerhöhung. Die ordentliche Kapitalerhöhung, das war das mit den mit diesem Schema. Mit dem Schema also, dass wir ein Volumen der Kapitalerhöhung haben, dass wir dann Bezugsrechte emittieren müssen, die was wert sind, und Operation Blanche, wenn es ganz hart auf hart kommt, etc., etc. Also Wirkung auf die Kapitalrücklage ist dort relevant und wird dort genannt. Also ne, könnte auch in Klausur 2 drankommen. Und in Klausur 1 ist es natürlich grundsätzlich auch relevant. Thema 14. Thema 15, die gesetzliche Rücklage. Die gesetzliche Rücklage. Die Dotierung der gesetzlichen Rücklage, Paragraph 150 Absatz 2 Aktiengesetz. So, und da gibt es nämlich drei Fälle, wie man das hier anzugehen hat. Meistens ist es der erste Fall, und zwar 5% mal Klammer auf Jahresüberschuss minus Verlustvortrag Klammer zu, solange bis gesetzliche Rücklage plus Kapitalrücklage in der alten Situation 10% des gezeichneten Kapitals erreichen. Ihr freut euch auf den Mitschnitt bestimmt. Heute bin ich ein bisschen schnell, weil ich das in einer Stunde hier abhandeln möchte. Ne? In dem Klausurwebinar nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Das ganze Wochenende zum Beispiel. Und so. Gut. Was wollte ich sagen? Genau. Thema 16. Die anderen Gewinnrücklagen. Paragraph 58 Aktiengesetz. Auch wieder Absatz 2. Ne, auch das ist ein interessantes Thema. Auch das wird in der Gerüchteküche nicht genannt. Aus dem Eigenkapital. Kommen wir zum Fremdkapital. So. Thema 17. Die Rückstellungen. Wo ist der Unterschied zwischen, also Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten? Es gibt 5 Stück. Es gibt bezüglich des Ansatzes
5 Arten von Rückstellungen. Bezüglich des Ansatzes gibt es 5 Arten von Rückstellungen. Bezüglich des Ausweises gibt es 3 Arten von Rückstellungen. Und die erste Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist der Standardfall. Ne, ist einfach mal der Standardfall. So. Genau. Und was wollte ich sagen? Genau, ich hatte die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rückstellung und Verbindlichkeiten? So, könnten Sie, kannst ruhig du sagen hier. Wir sind doch One Generation, Cara. Wir sind doch beide 38 hier. So, können Sie uns vielleicht am Ende noch die Gerüchte für die anderen beiden Klausuren nennen? Wenn ich sie weiß, wenn ich mich erinnere. Wiebke schreibt, Höhe oder Fälligkeit nicht bekannt bei Rückstellungen. So, was wollte ich sagen? Das ist, Florian, bei IAS richtig. Und zwar aber größer als 50%. Also, bei Verbindlichkeiten stehen im Grunde und der Höhe nach sicher fest. Verbindlichkeiten stehen im Grunde und der Höhe nach sicher fest. Rückstellungen stehen im Grunde oder der Höhe nach nicht sicher fest. Zwei Unterschiede. Einmal oder statt und zum zweiten nicht sicher statt sicher. Das muss man hier beachten. Das sind die beiden Unterschiede zwischen Rückstellung und Verbindlichkeiten. Genau. Rückstellungen sind in der Höhe ungewiss, muss nicht so sein. Sie könnten auch in ihrem Grunde ungewiss sein und ihrer Höhe nach gewiss. Insofern, Miriam, das ist nicht absolut richtig. Ne, man muss schon beides dann hier nennen. Genau, die Katharina hat aber recht. Yes, 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 yes. So, und Pensionsrückstellung, ja, ist spannend. Und Rückbau, ach du meine Güte. Rückbau wird genannt in der Gerüchteküche. Und speziell also das Thema Ansammlungsrückstellungen, Thema 18, ist klausurrelevant. Und auch hier genannt. Wenn ich ein Ladenlokal miete am Berliner Flughafen, jetzt doch fertiggestellt letztens, und sieht ganz nett aus. So, ne, ich betreibe ein Ladenlokal und bin aber gezwungen, in 10 Jahren das wieder zurückzubauen, weil der Mietvertrag dort endet und also eine Rückbauverpflichtung existiert, dann muss ich dafür eine Rückstellung bilden. Dann muss ich dafür eine Ansammlungsrückstellung bilden. Und zwar deshalb, weil hier etwas angesammelt wird, ne, weil der laufende Betrieb ursächlich ist für die Verpflichtung, so wie sich Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 3a hier dann entsprechend auslässt über die Ansammlungsrückstellungen. So, das ist Thema 18. Thema 19. Die Drohverlustrückstellungen, die handelsrechtlich passiviert werden müssen, steuerrechtlich aber nicht passiviert werden dürfen. Achtung, man redet immer von Handelsbilanz und von Steuerbilanz, obwohl es in der Klausur dann so ist, dass man steuerlich gar keine Steuerbilanz erstellt. Man muss nämlich keine Steuerbilanz erstellen. § 60 Absatz 2 ESTDV sagt, muss man nicht. Wenn man Bock hat, kann man es machen. Aber wer hat schon Bock, eine Steuerbilanz zu erstellen? Weil der Sinn einer Steuerbilanz ist doch sowieso nur, den steuerrechtlichen Jahresüberschuss hier zu ermitteln. Ergo lässt man es. Und macht eine Überleitungsrechnung stattdessen. Ne, der Schlaue, der macht gar keine Steuerbilanz, sondern er macht eine Überleitungsrechnung und die müsst ihr beherrschen. Ihr müsst vom handelsrechtlichen Jahresüberschuss zum steuerrechtlichen Jahresüberschuss kommen, mithilfe der Überleitungsrechnung am § 60 Absatz 2 ESTDV, unter anderem also hier bei Drohverlustrückstellungen. So sieht's aus. Zwei unterschiedliche Fälle hier beachten. Ne? Wenn wir im selben Jahr eine Drohverlustrückstellung haben, also beispielsweise jetzt, ihr habt es ja 2022, es wurde handelsrechtlich ein drohender Verlust aus schwebenden Geschäften hier erkannt. Handelsrechtlich wurde die Drohverlustrückstellung gebildet, weil man es muss, steuerrechtlich nicht gebildet, weil man es nicht darf. Wie ist dann in einer Überleitungsrechnung zu verfahren? Nach oben oder nach unten zu korrigieren? Nach oben oder nach unten zu korrigieren? Wie müssen wir hier verfahren? Nach § 60 Absatz 2 ESTDV.
Also rechnen wir uns meistens hier nach oben. Ist es eine Korrektur, eine Hinzurechnung? Oder ist es eine Kürzung? Bam. So, Florin sagt oben, Julia auch. Julia, ich finde deinen Namen ganz klasse. Also Julia auch, aber deinen Nachnamen, deinen Nick-Nachnamen, Biebe 2023, yes, das ist doch so. Du nennst dich wahrscheinlich bei Instagram seit einem Jahr so und postest ganz viel Fotos vom Lernen. So, hinzurechnen, sagen die meisten, wie ich das hier so sehe. Und ist auch so, weil handelsrechtlich wir eine Aufwendung gebildet hatten. Ne, eine Rückstellung ist ja die Aufwandsantizipation, also ein Aufwand wird gebildet. Also hat man sich handelsrechtlich, das ist der handelsrechtliche Finger, hat man sich handelsrechtlich nach unten gerechnet. Steuerrechtlich durfte man nicht nach unten, also muss man wieder nach oben. Muss man wieder nach oben und also ist es eine Überleitungsrechnung nach oben. Eine Korrektur nach oben, eine Hinzurechnung. Nach oben. Bam. So, und das habt ihr auch alle so richtig genannt. Sehr schön. So, und auch das ist natürlich nicht irrelevant. Wichtig ist, dass hier die ersten drei Monate, dass es in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres nachgeholt wird bei Thema 20. Und das muss nicht Januar, Februar, März sein, weil wenn das Wirtschaftsjahr gar nicht im Dezember endet, Ende Dezember, sondern Ende September, dann haben wir ja Oktober, November, Dezember, was die folgenden drei Monate dann sind. Das ist Thema 20. Thema 21, die Kulanzrückstellung. Rückstellung für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung ist das Thema 20. So. Thema 22, Verbindlichkeiten. Uiuiui. Verbindlichkeiten werden handelsrechtlich nicht abgezinst. Steuerrechtlich aber werden sie, ich muss mir überlegen, Ende 2022 noch abgezinst, jedenfalls langfristige Verbindlichkeiten und unverzinsliche langfristige Verbindlichkeiten werden steuerrechtlich noch abgezinst mit 5,5%. Nicht mehr aber ab dem Jahre 2023. Irgendwann war es so, wegen der langen Niedrigzinsphase, in der wir ja auch immer noch sind, konnte man irgendwann diesen hohen Zins von 5,5% nicht mehr vermitteln und hat dann deshalb gesagt, weg damit. Ne, also ab 2023, das heißt, wer erst in 2024 reingehen sollte, hat an dieser Stelle 22 dann eine andere Lösung zu schreiben, als ihr, die ihr jetzt nach Ende 2022 in die Klausur geht. So. Müssen für gesetzliche Garantieverpflichtungen auch Rückstellungen gebildet werden? Absolutely, ja. Aber diese da. Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten. Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten sind nämlich für Rückstellungen für Gewährleistungen mit rechtlicher Verpflichtung. Mit rechtlicher Verpflichtung ist Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Ohne rechtliche Verpflichtung sind die sogenannten Kulanzrückstellungen. Hat jemand meine Paragraphenketten zufällig? Oh. Uiuiui. Da habe ich es nämlich geschrieben. Ja. Gut. Hier bricht alles zusammen. Hier bricht alles auseinander. Und auch eben nochmal erzählt, dass ja nach dem Ansatz 5 Arten von Rückstellungen existieren und nach dem Ausweis 3 Arten von Rückstellungen. Und so wie ich das hier geschrieben habe, sind es also 5, weil das die erste ist, A, das die zweite, B, das die dritte, C, und das die fünfte, E. Ihr habt es genau gemerkt. Ich habe jetzt eine weggelassen. Und zwar habe ich die bewusst weggelassen, die vierte. Die vierte ist nämlich die Rückstellung für Abraumbeseitigung. Die kam 1985 dran. Ne, 1985, da war ich noch nicht im Geschäft und ihr auch nicht. Die kommt einmal in allen Jubeljahren dran, die Rückstellung für Abraumbeseitigung. Das ist was Kompliziertes, da geht es um die Wegtragung des Erdreichs und so weiter. Also äußerst selten drankommend. Die vierte Art von Rückstellung für Abraumbeseitigung. Ne? 5 Arten von Rückstellungen. Ja.
Alles klar. Gut. Ja, die Paragraphenketten, die hatte ich erst, die habe ich erst seit einem Monat im Programm. Die Paragraphenketten, ja. So, anders als die Mindmaps. Was wollte ich sagen? Das waren 22 Themen, genau. Was ich dann noch geschrieben habe, ist auch theoretisch denkbar. Ich schreibe es mal dabei. 23. Und im Jahr 2014 oder 2015 kam sogar mal eine Aufgabe zum Anhang und zum Lagebericht dran. Es waren gewisse Sachen gegeben und man musste sich dafür entscheiden, ob diese Sache im Anhang sich wiederfindet oder im Lagebericht sich wiederfindet. Das war dann hier so die Frage. Ne? Genau. Ja. So, das sind die 23 Themen und die habe ich genannt und habe insbesondere auch die Gerüchteküche gebracht zu dem, was jetzt aktuell ist. Insofern dürft ihr und müsst ihr jetzt eure Fragen stellen zu dem, was ihr befürchtet oder auf was ihr hofft. Alle Fragen zur Buchführung, bitte jetzt. Bam. Klausur ist am Montag übernächste Woche, wa? Glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, seid ihr noch da oder seid ihr hinten rüber gefallen? Ja. Disagio damnum Fundstelle 6.10. Ja, das war diese Sache, die ich falsch gemacht hatte am Anfang. Ich hatte 6.10 im Zusammenhang mit Abbruchkosten gesagt und einer hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier die Abbruchkosten im Hinweis 6.4 aber stehen. Ne? Aber 6.10 steht, dass das Disagio steuerrechtlich aktiviert werden muss. Steuerrechtlich aktiviert werden muss. Genau. Als Arab. Ich habe auch mal gehört, dass man sich 6b und Richtlinie 6.6 anschauen sollte. Ja. Habe ich das hier? Also sowieso. Hatte ich das eigentlich genannt? Oder nicht? Ja, wobei, ich habe ja viel aufgeschrieben. Doch, als Thema 2, ne? 6b-Rücklage und Richtlinie 6.6. Also, ja, natürlich. Natürlich, das ist ja immer so die Frage, ob man hier, wenn man eine stille Reserve realisiert, wenn eine stille Reserve realisiert wird, dann droht ja die sofortige Besteuerung dieser stillen Reserve. Wenn also ein Vermögensgegenstand hier untergeht, in einem Blitzeinschlag oder sowas, er geht unter, und die Versicherung erstattet uns einen Betrag, dann können wir, wenn die Versicherung uns den Zeitwert erstattet, dann und der mehr sein sollte als der Buchwert, dann wird hier eine stille Reserve realisiert. Und das Problem ist aber, dass wenn die sofortige Besteuerung erfolgt, dass wir uns die Maschine gar nicht mehr neu kaufen können, weil ja ein Stück, 30% beim Steuersatz von 30%, weil ein Stück dieses Wertes ja hier weggeht für die Besteuerung. Und also sagt der Gesetzgeber, nee, dann wird die Besteuerung in die Zukunft verlagert mit hier 6b bzw. Richtlinie 6.6. Ne, bei beiden haben wir also die Möglichkeit der Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten beziehungsweise der Bildung einer steuerfreien Rücklage. Wobei das Wort steuerfrei zwar so ist, aber inhaltlich falsch ist, weil es eine Steuer, ja, in die Zukunft verlagernde Rücklage vielmehr ist. Rücklage, nicht Rückstellung. So, ist bereits das Thema Modernisierungsaufwendung bereits gekommen? Irgendwelche IHK-Aufgaben? Ja, sicherlich. Ich wüsste jetzt nicht, Florin, wann genau, aber sicherlich ist die Frage nach Modernisierungsaufwand, nach Erhaltungsaufwand immer mal wieder drankommend. Wie ist das hier mit den 3 Jahren? Wie ist das mit den mehr als 15% der AKHK? Ne? Muss ich damit diesen Betrag für Erhaltung, für Modernisierung aktivieren und damit in die Abschreibung der Zukunft einrechnen oder heute als Aufwand verrechnen? Also ja, das ist ein Thema, schon auch manchmal gewesen. Bleibt Ifris bei 5 bis 6 Punkten? Inshallah, so Gott will, ja. Ne? Ich bin ja nicht Klausurensteller.
So, aber ich denke ja, Pascal. So, gibt es bereits eine IHK-Aufgabe zur Pensionsrückstellung? Ja. War das schon mal Thema? Ja. Doch, doch. Achtet bitte darauf, mit dem Alter für eine Pensionsberechtigte, ne, die muss in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ihr 23. Lebensjahr vollendet haben. Das heißt, sie muss geboren worden sein. An welchem Geburtstag hat man sein 23. Lebensjahr vollendet? Bitte mal in den Chat schreiben. Das machen 50% aller Prüflinge falsch. An welchem Geburtstag hat man sein 23. Lebensjahr vollendet? Die Maxim sagt an seinem 23. Geburtstag und die Wiebke auch. So, und damit liegt ihr richtig. Und die Romina nicht. Na, genau. Das ist so. An seinem ersten Geburtstag hat man sein erstes Lebensjahr vollendet, an seinem zweiten Geburtstag hat man sein zweites Lebensjahr vollendet, an seinem 23. Geburtstag hat man sein 23. Lebensjahr vollendet. Bam. Und sein 55. Lebensjahr, hat man an seinem 55. Geburtstag vollendet. So sieht's aus. So, alles klar. Auch die Kara irrt sich. So, okay, jetzt habe ich ein paar Fragen hier überlesen. Ja, Monetisierung meine ich im Herbst 2021. Ich habe bei mir bei YouTube ganz viele, würde ich sagen, alte Klausuren. Ne? Bitte mal in die Playlist schauen für Bilanzbuchhalter bei mir im YouTube-Kanal. Da habe ich immer, also jetzt nicht durchgängig alle Aufgaben besprochen, aber immer mal wieder ein paar, insbesondere natürlich aus Klausur 1 und aus Klausur 3. So, bla 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 bla. Wie war denn das Disagio im Annuitätendarlehen aufgelöst? Oder wie wird denn das Disagio im Annuitätendarlehen aufgelöst? Denn die Tilgung im Darlehen ist ja weder linear noch endfällig. Der Pascal stellt die richtigen Fragen, ja. Welches Gift holt die IHK nach der Statistik am ehesten aus ihrem Schrank? DBA, Lohnsteuer, AO. In der letzten Klausur, Pascal, nichts. Nichts von den dreien. Ne, deshalb würde ich sagen, in der nächsten Klausur wahrscheinlich alle drei. So. Und die Antwort von der Katharina ist, Pascal, richtig. Ja, auch die Zinsstaffelmethode. Pensionsrückstellung heißt, aktuell relevant ist Paragraph 6. 6a, Paragraph 6a und dann. Ne? Paragraph 6a, nicht aber Paragraph 6 Absatz 2 und so weiter, sondern Paragraph 6a und dann alles weitere dann danach. So, so sieht's aus. Sehr schön. Weitere Fragen. Weitere Fragen. Was wird in Ihrem Klausurwebinar 1 besprochen? Klausuren. Also ich mache in allen meinen Webinaren immer Klausuren. Allerdings nicht die Originalklausuren, sondern entsprechend veränderte Klausuraufgaben. Ich habe die alten Klausuren mir genommen und entsprechend verändert. Ne? Ich habe die Namen ausgetauscht und die Zahlen und so weiter. Nur eins habe ich gelassen, das Niveau. Das Niveau habe ich gelassen, damit man hier entsprechend das lernt, was man lernen muss. Genau. Ja, Klausur, Klausur, Klausur. Auch natürlich einige zu Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit und zu IKS. Und zu IKS hört man, dass der COSO-Würfel, dran käme. Ne? Der COSO-Würfel, sag ich nur. So. Also insofern, ich mache die alten Themen und erzähl kurz, was relevant ist, was man wissen muss, um dann aber mit Klausuraufgaben direkt auch einzusteigen. Außerdem seid ihr ja entsprechend vorbereitet und wisst hier, worum es grundsätzlich geht. Insofern, ihr seid schon auf Klausurniveau. Das nutzen wir aus und machen Klausur, Klausur, Klausur. So wie jetzt, nur mit ein bisschen mehr Zeit dann. Yes, das war das. Weitere Fragen. Weitere Fragen hier. So. Leasing Mut zur Lücke. Ich bin kein Mensch, Caroline, der Mut zur Lücke hat.
schon in meinem Studium, schon in meinem BWL-Studium war es so, ich habe wenige Lücken gelassen und die Lücken, die ich gelassen habe, was kam dran? Genau das. Ne? Also ich hätte am Abend vor der Klausur herausposaunen müssen, was ich als Lücke gelassen hatte, damit die anderen wissen, was drankommt. So hatte ich mich manchmal gefühlt. Insofern, ich bin kein Mensch, der Mut zur Lücke hat. Bin ich nicht. Aber andere haben Mut zur Lücke. So ist das ja nicht. Tipps für Klausur 3 kommen noch, fragt die Florin. Florin ist weiblich, ne? So. Ist zwar nicht klausurrelevant, aber ich frage trotzdem mal. Ich habe einen Bruder, der heißt Florian. Florian ist männlich. Uiuiui. Werden die Klausurwebinare aufgezeichnet, kann man sich die dann nochmal angucken. Yes, kann man. Ja, kann man. Insbesondere die, die das Abo haben, Michaela. Ne? Ich meine ja, die, die das Abo haben, sind ja sowieso dann dabei und können sich dann vorher, nachher angucken und genießen und so weiter und so weiter. So, pass auf. Aufgabenstellung 3, Steuern. Das, was ich als ersten Tipp rausgehauen hatte in meinen Filmen, bei TikTok, bei Instagram und so weiter, Veräußerungsfall mit 55 Jahre alt sein, der rollierende Freibetrag. Das könnte ein Thema sein. Ja. Ach so, ach, du hast das Abo für die Online-Kurse. Ja, genau, dann unbedingt anmelden, damit im Webinar dann dabei bist. Also, Veräußerungsfreibetrag, rollierender Veräußerungsfreibetrag, Einkünfte aus Gewerbebetrieb. So, Einspruch oder schlichte Änderung bei der Abgabenordnung, Florin, könnte drankommen. Man erzählt sich, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung drankommt, verdeckte Einlage, § 8b Dividendenprivileg. Uiuiuiuiui. Man erzählt sich außerdem, und auch dazu habe ich was gemacht, nämlich steuerbar, umsatzsteuerbar versus nicht umsatzsteuerbar, Schadenersatz. Auch dazu habe ich bei TikTok was gebracht. Florin, ich weiß ja nicht, ob du bei TikTok bist oder bei Insta oder bei Facebook oder bei YouTube. Auf allen diesen vieren veröffentliche ich derzeit täglich kleine Filmchen. Anspruchsvolle Filme, wenn ich das so sagen darf. So, bam. Genau, wo war ich? Ich war hier bei den Tipps. So, Vermietung, Versicherung, ne? Beratung, das ist also hier Steuern gewesen. Will sagen, von dem, was letztes Mal nicht da war, es war letztes Mal das internationale Steuerrecht nicht dran, die Abgabenordnung nicht dran, die Lohnsteuer nicht dran. Von diesen drei Sachen, die nicht dran waren, raunt man, dass die Abgabenordnung dran käme und raunt entsprechend im Umkehrschluss, dass das internationale Steuerrecht und die Lohnsteuer wieder nicht dran kommen. Erzählt man. Also, ne, ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. Das sei mal dahingestellt. Julia zum Beispiel sieht das völlig anders. Sie ist überzeugt, dass die Lohnsteuer drankommt. Und wenn die Lohnsteuer drankommt, Julia, dann bezüglich des Arbeitslohns, ist etwas Arbeitslohn, und ist der Arbeitslohn steuerpflichtig oder steuerfrei? Zweites großes Thema in der Lohnsteuer ist und bleibt der zeitliche Anfall, sonstiger Bezug versus laufender Arbeitslohn. Und drittes großes Thema ist die Pauschalierung. Das sind die großen Themen in der Lohnsteuer. Ne? Fertig. Das ist Lohnsteuer. Und sicher was mit PKW-Nutzung. Ja, ja, ja. Ja, das ist dann bei Umsatzsteuer, ne? So, und Kostenrechnung, Klausur 3 wurde ja gefragt. Anlass- und Zusatzkosten, also überhaupt Auszahlung, Ausgaben, Aufwendungen, Kosten. Das habe ich ja, dazu habe ich auch ein Video gebracht. Kalkulatorische Kosten. Dann die Kostenträger-Stückrechnung, also die Kalkulationsverfahren. Genau. Ich habe nicht richtig geguckt. Ich nehme das zurück, was ich eben gesagt hatte. Lohnsteuer wird doch gemunkelt, dass es dran käme. Sachbezüge bei Mahlzeiten, bei Gutscheinen, bei Betriebsveranstaltungen. Sachbezüge. Und die private PKW-Methode wird gemunkelt. Ich habe nicht mein Blatt hier geguckt. Und die Gewerbesteuer sowieso. Auch die Gewerbesteuer wird gemunkelt. Und trotzdem von dem, was gemunkelt wird, AO, Einkommensteuer, also
die Tipps sind diesmal auch zu viel. Es ist nicht, also es ist sicherlich so, dass nicht alle Tipps drankommen, die diesmal gehandelt werden. Das muss man sagen. Es kann nicht sein, dass das alles drankommt, was diesmal gehandelt wird. So, also, nächste Frage. Macht ein Sonderfall wie E-Auto und E-Bike in der Prüfung überhaupt Sinn? Tja, wenn da was Spannendes rauszuholen ist, ne? Ist das denn schon Ende des Jahres 2022 hier akut? Wie ist es im Anlagevermögen zu behandeln bei Firmeneigentum? Ja. Also, das ist die Frage. Die ganz aktuellen Sachen, ich habe immer den Eindruck, dass die IHK nichts prüft, was erst gerade im letzten Jahr überhaupt reingenommen wurde ins Gesetz, weil die wahrscheinlich es selbst dann noch nicht wissen, was ich durchaus verstehen könnte. Deshalb rechne ich zum Beispiel auch nicht damit, dass der Paragraph 1a Körperschaftsteuergesetz schon drankommt. Denn es ist jetzt schon so, der gilt ja seit dem 01.01.2022, es ist jetzt schon so, dass Personengesellschaften optieren können zur körperschaftsteuerlichen Besteuerung, also zur Körperschaftsteuer. Können sie machen. Und ist auch für euch theoretisch relevant. Ich glaube trotzdem nicht, dass es drankommt, weil es noch zu frisch ist und weil man sich da erstmal eindenken muss als Prüfer und als Korrektor. Ja. Ich glaube nicht, dass es 10 Jahre dauert, Lena, aber so 2 Jahre bestimmt. 3 Jahre, ne? Und es ist verdammt kompliziert. Ja, da hast du recht. Die IHK will, dass wir leiden. Weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? So, und der Florin fragt bestimmt noch zu Klausur 2 und bei Klausur 2 das, was immer drankommt. Ah, hier, Florin. Das habe ich als Klausur Tipp 6, 7 gebracht bei meinen Filmen, nämlich die optimale Nutzungsdauer, die wird genannt. Schlechte Nachricht also. Kapitalwertmethode, Annuitätmethode. Innen- und Außenfinanzierung. Damit bei der Außenfinanzierung auch die Kapitalerhöhung, die ordentliche Kapitalerhöhung. Und sonst das übliche Gequatsche, nämlich die Kennzahlen. Fremdkapitalquote, Eigenkapitalquote, Deckungsgrad AB, Liquidität 1 und 2, Cashflow, ne, also das Übliche. Nichts Großes. Keine komplette Strukturbilanz, wohl aber natürlich Teile der Strukturbilanz und Dokumenten akkreditiv erläutern. Yes, meine Herren, da geht's aber ab. So, der Florian hat das alles mitgeschrieben und schaut es sich nochmal im Nachgang dann an. Ist der Cashflow nach der Praktikerformel noch klausurrelevant? Ja. Kurze Frage, kurze Antwort, ja. Okay, danke, bitte. Im Olaf-Scholz-Stil geantwortet. Ja, reicht. So, next question. Der ist seit 2022 sogar wieder so in der Formelsammlung gewesen. Ja, okay, vorher nicht. Denn der Cashflow nach der Praktika-Formel kommt ja ständig dran in den Klausuren. Ich finde die Kennzahl an sich so dermaßen schlecht, aber ist ja egal, ne? Also es kommt ständig dran. Anja fragt, Achtung, alle die 21... okay. Ja. Cashflow nach der Praktikerformel, das kann gut sein, dass der auch mal anders heißt und hieß. Also, was ist es? Es ist ja Jahresüberschuss. Ich meine, plus Abschreibung, plus langfristige Rückstellung und fertig, ne? Sonst nichts. Obwohl noch einiges dazukommen sollte, damit man aus dem Jahresüberschuss hier tatsächlich zum echten Cashflow auch wirklich kommt, wie in der Kapitalflussrechnung. Das heißt, der Cashflow nach der Praktikerformel ist wirklich nur eine Approximation und wie ich finde, eine schlechte Approximation, eine schlechte Annäherung des wahren Cashflow. So, habe ich ein Video für verdeckte Einlage? Ja. Müsste ich bei, also in meinem Online-Kurs, Sina, auf jeden Fall, in meinem Online-Kurs zur Körperschaftsteuer nämlich und bei YouTube bestimmt auch. Wobei ich bin mir nicht sicher.
Ne? Aber schau mal bei YouTube, ansonsten in meinem Online-Kurs zur Körperschaft Steuer. So, steh auf Sommer 18, steht auf Sommer 18, 2021 oder nicht, Brutto Cashflow, Seite 18. Das kann sein. Ich habe das, vor einer halben Stunde hatte ich das Büchlein noch in der Hand, jetzt habe ich es nicht mehr. Ja, habe ich wieder weggepackt. In der Hoffnung, dass es hier keiner fragt. So, yes. Auch die Inga hat einen wunderbaren Nachnamen, so wie die Julia, ihren derzeitigen temporären Nachnamen Bibu 2023, der ist auch ganz wunderbar. Was gibt es noch für Fragen? Was gibt es noch für Fragen? Ach so, und noch eine kleine Werbeeinblendung. Wer das Klausur-Webinar macht und die das gebucht haben, die wissen es ja schon oder die haben es auch schon angefangen. Es gibt in meinen Klausur-Webinaren immer auch Videos, die man jetzt schon gucken kann, und zwar fachliche Videos. 20 fachliche Videos, um sich einzustimmen auf die harten Themen. So wie beispielsweise verdeckte Einlage. Ne? Da mache ich 10 Minuten verdeckte Einlage und erzähle jetzt schon mal, was man wissen muss, damit man jetzt schon anfangen kann zu lernen. Ende der Werbeeinblendung. Batsch. So, komme ich zurück zu euren Fragen. Was gibt's noch? Kenne ich vom Disagio. Ja, hier mein Dingsbums, mein Fachvideo. Ja, sehr gut. Ich hoffe, es hat was gebracht. Ja, ja. Sehr schön. Da sitze ich immer so, wie ich auch jetzt gerade sitze, vor dem Greenscreen. Nur, dass dann was eingeblendet wird und der Greenscreen zu der Einblendung dann wird. Welche Fragen gibt es noch? Ansonsten, genau, ich warte jetzt noch 2-3 Minuten. Wenn dann keiner mehr was fragt, dann machen wir Feierabend, machen wir Schicht für heute. Wenn aber noch wer was fragt, dann gerne rein damit. Ich muss nun los. Vielen, vielen Dank für deine vielen Webinare. Gerne, Bianca. Immer mit Vergnügen. Ne? Es macht mir Spaß. Seit mittlerweile, oh Gott, bin ich, seit 1994 mache ich das Ganze. Also noch lange bevor es das Internet gab, lange bevor es YouTube gab, mache ich den Unterricht. Und YouTube mache ich, seitdem es YouTube gibt. Also auch schon. Uhrzeiten. Kannst du bitte nochmal den Link für dein Webinar senden? Aber sicher das. Für Klausur-Webinar 1, wobei das ist dann auch egal, weil 1, 2, 3 wird man einfach nur austauschen und fertig. Also wer 2 machen möchte statt 1, der tauscht hinten die 1 durch eine 2 aus. So. Warte mal. Fachwebinare. Eine Sekunde dauert es noch. Online-Kurse, alle Webinare. So, ach so. Zip, zapperab. Patsch. So, und da habe ich den Link. So, Moment. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, genau. Also das ist das Klausur-Webinar 1. Und wer die 1 durch eine 2 substituiert, kommt zum Klausur-Webinar 2. Und die 2 wird zu 3 beim Klausur-Webinar 3. Ist logisch. So. Gibt es meine Mitschriften auch zum Download? Yes. Ja, kann ich gerne machen. Und ja, genau, also das, was ich geschrieben habe, lade ich nochmal hoch und lade das hoch auf die Homepage und schicke euch den Link, sodass ihr das dann habt und so. Und dann könnt ihr das genießen, ne? Genießen hier. Sehr schön. Damit es nicht wieder schief geht, direkt gebucht. Alles klar. Wir sehen uns, Anja. Stimmt, ne? Du hast ja heute irgendwie, wenn ich dir nicht Bescheid gesagt hätte, bei Instagram. Und danke nochmal, Anja, fürs Liken hier oder fürs Erwähnen in deiner Story.
Ich hoffe, ich durfte das direkt auch in meiner Story verlinken. Deine Verlinkung und so. Ne? Das hat mich sehr gefreut. Besten Dank. Yes. Aber klar. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Ich habe Online-Kurse und Webinare und habe, wer es möchte, ich darf mir noch eine Werbeeinblendung erlauben, was auf Papier, das sind die Paragraphenketten, das sind die Mindmaps und noch irgendwas. Ach so, die 9 Klausuren. Ne? Also 9 Klausuren hier, wer noch nicht genug hat mit IHK-Klausuren, der darf nochmal meine 9 Klausuren durcharbeiten, die auch dann sich beziehen, natürlich die entsprechend von IHK-Klausuren genommen sind und mit meinen Videos dann nochmal dabei hier ausführlicher das Ganze behandeln. Also wer da nochmal Bock drauf hat, weil er erst im September 2023 reingeht, der weiß Bescheid. So, Ende der Werbeeinblendung. Wenn ich samstags nicht dabei sein darf. So, das kommt weg. Nicht dabei sein kann, kann ich mir das abends anschauen. Absolutely. Ja, das wird alles aufgezeichnet, Sina. Genau, prima. Super, dann würde ich sagen, ne, ich sage auch vielen Dank für das Interesse an Buchführung, für das Interesse an harten Paragraphen und harten Fakten. Nichts ist geiler als ESTG und HGB und AO und Umsatzsteuer. Und würde sagen, wir sehen uns. Und ja, wen ich nicht mehr sehe, wer mich nicht mehr sieht, dem wünsche ich ganz viel Erfolg in der Prüfung. Übernächste Woche Montag und dann entsprechend in Klausur 2 und in Klausur 3 und in der